Wir sind in Bielefeld angekommen. Ich bin eine dreckige, verschmierte, verdreckte Drecksau. Guckt euch mal an, über was wir hier gerade rüberlaufen. Über diese komische Brücke hier vorne. Mit da, wo hier diese Züge und sowas hier durchfahren. Und da hinten diese ganzen Autos und Fahrzeuge, die hier diese ganzen Abgasen produzieren. Hier vorne ist Weg mit Schwierigkeit. Und das ist richtig beschissen, diesen Scheißwagen hier hochzuschieben. Und hier vorne liegt eine durchfallfarbene, nackte Nacktschnecke. So, wir sind ein Stückchen weitergelaufen. Und guck mal hier. Wir haben hier unseren Schlafplatz gefunden. Das ist das sieht richtig cool aus. Hier mit Bänke und Tischen. Ich werde schon wieder so ein richtiges Festmahl zubereiten. Jetzt können diese verschmierten, dreckigen, diese vergammelten Nudeln hier rein. Und Salz. Und jetzt wird hier Schweinegulasch gebraten. Das wird jetzt richtig angebraten. Bisschen Öl. Das wird gleich so ein richtiges Festmahl sein. Aber ein bisschen Pfeffer rein. Und jetzt noch ein bisschen kochen lassen. Das ist unser Abendessen. Und darauf werden wir erstmal ein Schwarztee saufen. Genau, hier ist Schwarztee drin. Und das hier, das wird jetzt warm gemacht, damit wir gleich Schwarztee saufen können. Damit wir das so richtig in unser Maul fließend reinschieben können und danach auspissen, nachdem wir das gemacht haben. Also nachdem wir diese Schwarztee gesoffen haben. So, der Tee ist fertig und eben gerade ist Scheiße passiert. Und zwar, diese Gaskartusche ist leer gegangen. Da ist kein Gas mehr drin und ich habe nur diese eine dabei gehabt. Das heißt, das Essen... Die Portion Nummer 2, was ich für morgen Mittag gemacht habe, die können wir morgen nicht erwärmen. Wir müssen das kalt fressen und wir können morgen keine Koffein machen. Das ist richtig widerlich. Das ist richtig scheiße. Das mag ich nicht. Hätte ich bloß 2 Gaskartuschen mitgenommen. Aber jetzt wird erstmal Tee gesoffen. So, jetzt wird Frühstück gemacht. Und zwar fressen von gestern, aber leider kalt. Weil diese Gaskartuschen leider alle ist. Das ist richtig widerlich. Es wäre richtig geil, wenn man es nochmal warm machen könnte. Mit Koffein und sowas. Aber das muss gefressen werden, weil ich habe gerade keinen Behälter hier. Ja, guck mal! Wir laufen jetzt hier schon wieder über diese Gleise rüber. Also da, wo diese ganzen Züge hier langfahren. Hitschia! Hitschia! Wir sind hier am Wegesrand. Und wir legen uns hier eine Runde pennen. So ein bisschen Mittagsschlaf halten. Es ist richtig gechillt. Bis in den nächsten 1, 2 oder 3 Stunden. Achso, wir haben uns ein bisschen verlegt gehabt. Und zwar, wir haben eben gerade da drüben gelegen. Und wir liegen jetzt hier, neben den Gleisschienen. Weil das ist lustiger, von irgendwelchen Zügen belästigt zu werden. Weil die weniger fahren als Autos und sowas. Und weil Autos die nerven rum und so. Und genau deswegen haben wir uns hier hingelegt. Da, wo die ganzen Züge sind. Aber hier sind bisher nur immer diese 9-Euro-Ticket-Züge durchgefahren. Boah, diese Wespen, die nerven mich. Achso, das ist auch der einzige Grund, wo ich manchmal einen Pullover hier über mein Bier hier rüberlege. Weil da immer sonst diese ganzen Wespen reinkommen. Diese ganzen Züge, die belästigen uns. Die stören uns beim Rumpennen. Ahornblätter sind geil.
Bah, jetzt wird unsere wertvolle Zeit von dieser Bahnschranke hier belästigt. Weil hier dieser widerliche Zug hier durchkommt.